Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MyChic. Wir haben heute mal wieder einen neuen Kopf für euch auf meinem Kanal und heute geht es um den Solaris. Ich denke, der Solaris sollte vielen ein Begriff sein, kennen denke ich auch sehr, sehr viele, benutzen wahrscheinlich auch viele, ist ein einfacher Mehrlochkopf für aber Smokebox gemacht. Ihr bekommt den Solaris hier in diesem schönen Beutelchen mit hier einer Schleife dran, könnt ihr abmachen. Und mit diesem Kärtchen, da steht nochmal Solaris, hinten die Farbe, in meinem Fall jetzt hier Phobos, zeige ich euch gleich. Und dann habt ihr hier drin nochmal eine Landschaft vom Mond. Ja, dann nehmen wir mal den Kopf hier aus diesem Beutelchen raus. Und wir merken sofort, der ist extrem massiv, wuchtig und schwer. Das ist er dann, der Solaris, bei mir in der Farbe Phobos. Wie gesagt, das ist dieses Braun und ja, Schwarz. Hier ist halt ein Mehrlochkopf. Hier vorne habt ihr das Solaris-Logo eingestempelt. Und auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr unten auch nochmal ganz klein dieses Logo. Ja, kommen wir doch mal zum Preis von dem Kopf. Der ganze Kopf kostet 14,90 Euro. Ist also ein sehr günstiger Kopf. Ist aber auch halt nur aus Ton, unbeschichtet, ja, beziehungsweise halt unglasiert. Das Ganze ist aber sehr schön verarbeitet. Ja, also ja, ist überall sehr glatt gemacht. Ja, also hier auch gerade die Öffnungen, alles sehr smooth. Hier ist nichts scharfkantig. Alles super. Die Löcher sind super gebohrt, ja, hier steht nichts über, und auch wenn ich von drinnen das anfasse, da steht nichts über. Die sind alle sehr, sehr sauber gestochen bzw. gebohrt. Ihr habt hier das eine Loch in der Mitte, was gerade nach unten geht, und die gehen so schräg rein. Der ganze Kopf wiegt, ich guck mal hier, 244 Gramm, das wiegen wir dann auf jeden Fall noch nach, aber der ist schon ordentlich schwer. Ja, das Ganze ist aus weißem Ton, steht ja auch nochmal mit drauf, hat eine Höhe von 77 mm. Das Depot ist 18 mm tief und er hat oben einen Durchmesser von 68 mm. So, das Ganze ist made in Ukraine und handgemacht auch in Ukraine. Und der Ganze, hier ist meine Smokebox, ist gemacht für Smokebox und wie wir sehen, die passt sehr gut drauf. So, dann würde ich sagen, ach so, eins noch. Ich verwende für den Kopfbau immer noch hier dieses Einlegesieb, einfach damit nichts die Löcher reinfällt. Und wie ihr seht, das passt auch wunderbar hier rein. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rüber schnell in den Kopfbau. Der ist nicht besonders kompliziert. Wir bauen das Ganze mit Darkside, Cosmo Flower und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Leute, willkommen zum Kopfbau. Wir wiegen als erstes hier den Solaris mit dem Sieb drin. 244 Gramm war angegeben, 259 zeigt es mir an. So schwer, glaube ich, ist das Sieb nicht. Ja, dann stimmt halt die Angabe nicht. Tun wir das Sieb nochmal rein. Merken wir uns 259 Gramm. So, wie gesagt, wir bauen heute Darkside Cosmo Flower. Den habe ich hier jetzt schon mal gerührt und bei Darkside ist es halt ja ganz, ganz wichtig, den locker reinfallen zu lassen. Deswegen habe ich den gerührt, locker gemacht und dann ja, ohne irgendwie groß Druck auszuüben, schmeißen wir den hier rein. Die Klumpen wollen wir auch nicht. Schnicken den bloß so ein bisschen über den Rand vom Glas. Teilen den schon mal ein bisschen vor. Wir wollen das Ganze auf Abstand bauen, weil die Core-Variante kann dann für Kontakt schon ein bisschen zu stark sein. Und dann verteilen wir das Ganze ohne das anzudrücken, weil bei Darkside ist es ganz, ganz wichtig, dass der Tabak locker fluffig im Kopf liegt. Absolut nicht angedrückt ist. Ihr seht schon, ich drücke den Tabak mit der Nadel so gut wie nicht runter, sondern ja, versucht den hier halt so in die Lücken fallen zu lassen.
So. Wenn wir dann hier so noch Überstände haben, die drücken wir schon ein bisschen an, aber halt auch nur ganz, ganz leicht. Denn wir versuchen ja so gut wie es geht, das Ganze zu vermeiden. Ihr seht schon, der Kopfbau ist sehr, sehr einfach. Es ist halt ein einfacher Mehrlochkopf. Ihr könnt ihn auch mit einem normalen Virginia-Tabak benutzen. Und da auf Vollkontakt bauen ist auch kein Problem. Aber ich nehme ihn halt für ja, Darkside. Und wie man sieht, wir sollten hier keinen Kontakt haben. Und dann sehen wir uns jetzt. Ach nein, halt. Wir wiegen das Ganze jetzt. Wie viel Tabak der an Darkside auf Abstand frisst. 259 Gramm nochmal zur Erinnerung. Jetzt sind wir bei 275 Gramm. Das macht 16 Gramm. Also würde ich bei Virginia zu ungefähr 20 schätzen. So, willkommen zurück, Freunde. Den Kopfbau vom Solaris habt ihr gesehen. 16 Gramm habe ich jetzt hier von dem Darkside reinbekommen. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch mit einem Virginia Tabak bauen, also den Solaris allgemein, der ist auch für Virginia Tabak auf einem Vollkontakt-Setup oder auf Noppenkontakt geeignet. Da werdet ihr dann ungefähr so bei 20 Gramm Tabakvolumen. Was ich finde, geht immer noch klar. Ja, ansonsten gucken wir uns jetzt hier den Durchzug an von dem Kopf. Ich habe den hier, wie gesagt, von dem Darkside sehr, sehr locker gebaut. Dementsprechend wird der Durchzug ziemlich gut sein. Ich habe das Ganze jetzt schon mal angeraucht und wir gucken jetzt mal nach der Rauchentwicklung. Ja, und ich finde, die kann sich für einen Mehrlochkopf auf jeden Fall sehen lassen. Die ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, es passt, er ist für Smokebox gemacht. Ich habe jetzt hier den Lotus 1 drauf. Der passt für mich auch am besten. Ihr könnt trotzdem jede gängige Smokebox benutzen. AO, HMD, Amy Smokebox, eigentlich wirklich jede Smokebox sollte da drauf passen. Bei der Amy Smokebox ist es bei mir so, dass die Luftschlitze eher auf dem Rand liegen. Beim Lotus 1 ist es jetzt so, dass die wirklich innerhalb vom Rand liegen. Funktioniert für mich einfach besser, weil der Durchzug ein Stück ja, einfach besser ist. Ansonsten, der Kopf braucht eine Weile, bis er warm ist, weil er ja auch eine gewisse Masse an Ton hat. Also ihr müsst schon ein bisschen anrauchen, auch wenn ihr wartet. Ist nicht wie bei einem Funnel, dass der sich von selber erwärmt. Also ihr müsst schon ein bisschen anrauchen. Ansonsten, durchzugstechnisch liegt natürlich auch immer am Kopfbau. Also wenn ihr das ein bisschen stärker andrückt, ja, merkt ihr das natürlich, dass das Ganze ein bisschen schwerer geht. Allgemein, die Ocean Caiff hat schon einen sehr brutalen Durchzug. Aber nichtsdestotrotz geht das auf jeden Fall. Auch mit einer Mose Breeze zum Beispiel Fit habe ich auch schon probiert. Ja, ansonsten lege ich halt gerne dieses Einlegesieb hier rein. Einfach damit die Tabakblätter nicht diese Löcher verstopfen. Ja, so ein flaches Einlegesieb passt da perfekt durch diesen flachen Boden. Ansonsten ist es aktuell mein Lieblingskopf für Darkside. Ich finde, der ist super geeignet. Ich habe noch keinen Vosco Rims hier probiert, der soll ja noch besser sein, aber ich habe mir jetzt hier erstmal den Solaris gekauft. Finde den auch super gut, verteilt die Hitze gut und er macht die Core-Variante tatsächlich sehr, sehr erträglich von der Stärke her. Des Weiteren ist er super gut verarbeitet, liegt schön in der Hand, ihr habt ein gewisses, ja, ein gewisses Gewicht in der Hand, also er ist wirklich massiv. Also grundsätzlich kann ich auf jeden Fall sagen, mit 14,90 Euro für diesen Kopf macht ihr absolut nichts falsch. Ihr könnt da drin jeden Tabak rauchen, den ihr wollt. Für mich, wie gesagt, mein aktueller Darkside Lieblingskopf. Geht einfach zu bauen, passt eine Smokebox drauf. Von daher auf jeden Fall perfekt für mich. Verarbeitung ist mega gut. Ja, also wie gesagt, die Löcher sind super gestochen. Er fühlt sich einfach gut an, er fühlt sich wertig an. Die Verpackung finde ich ist auch ein relativ ja, schönes Highlight. Habt ihr auf jeden Fall nicht bei jedem Kopf. Und von daher würde ich euch den Solaris auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn ihr gerne Darkside raucht und auf Mehrlochköpfe auf jeden Fall steht. Und dann war es auch schon wieder mit diesem Video von mir. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier
bei Maischisch.